Ich bin Maria Speth, ich bin die Filmemacherin und Produzentin des Films Herr Bachmann und seine Klasse. Das ist ein Film, der zeigt eine humanistische Utopie, die in Stadtallendorf und in der Klasse von Herrn Bachmann in der Realität vorhanden ist. Also es geht um eine Klasse an einem Ort, der eben Stadtallendorf heißt und der mitten in Deutschland liegt. Genauer gesagt in Hessen. Und diesen Ort gibt es nur, weil die Nationalsozialisten 1938 dort die größte Rüstungsproduktionsstätte Europas errichtet haben. Und deswegen leben heute 70% der Bevölkerung dort, hat einen Migrationshintergrund. Ich glaube eher nicht. Also ich kenne zu wenig Lehrer, um das beurteilen zu können. Aber was ich sehr, sehr faszinierend fand, weil die Georg-Büchner-Schule ist eine ganz normale Gesamtschule mit Notenvergabe, Lehrplan und allem drum und dran, was eben eine Gesamtschule so beinhaltet. Und das, was eben an seinem Unterricht faszinierend war, dass er eben diesen Kindern, also das ist ja auch eine sehr heterogene Zusammensetzung der Klasse und eine multikulturelle Zusammensetzung der Klasse. Und das war eben für mich das Interessante, die Frage, wie kann man da Unterricht machen und wenn man Unterricht macht, wie macht man das, ja? Und ich finde, Herr Bachmann hat da einen sehr, sehr schönen Ansatz gefunden, indem er eben wahnsinnig viel Raum für nicht-schulische Dinge geschaffen hat, für Musik, für Bildhauern, für Jonglieren. Vor allem hat er sehr, sehr viel mit den Kindern gesprochen und eine schöne Gesprächskultur etabliert mit Antworten zuhören und jede Meinung wird gehört und respektiert. Also diesen Raum, den er da vor allem für die Kinder geschaffen hat, das fand ich sehr, sehr faszinierend. Das ist auf alle Fälle eine ganz, ganz große Chance, weil man, und das ist eben dort in Stadtallendorf auch so, deswegen habe ich mich entschieden, an der Schule diesen Film zu machen, weil das war eben die Frage, wie kann man diese Vergangenheit dieser Stadt und die Gegenwart in einem Film abbilden? Und dann habe ich gedacht, okay, die Schule ist genau der richtige Ort dafür, weil es gibt Schulpflicht und alle treffen sich dort in der Schule, ja. Und das ist wirklich eine große Chance, junge Menschen zu begegnen und ja, auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es gab wirklich sehr, sehr viele berührende Momente für mich. Und das Schönste war eben, dass diese Kinder, also das sind für mich auch ja, das sind die Stars des Films für mich, weil sie mich wirklich zutiefst berührt haben, auch in der Montage. Ich habe ja wirklich sehr viel Zeit mit denen verbracht. Und das war einfach so, dass es wirklich so offene und herzliche Menschen sind, ja, die uns da wirklich in ihre Klassengemeinschaft aufgenommen haben. Und ja, wir haben jedes Mal, wenn wir beim Drehen dort waren, wirklich sehr viel Zeit mit ihnen verbracht und auch eine Beziehung aufgebaut. Und es war manchmal sehr lustig, ja. Und wir haben wirklich viel geredet, Musik gemacht und eben alles, was sie auch im Unterricht ja, gemacht haben, haben wir sozusagen mitgemacht und haben nebenbei eben auch gefilmt, ja. Und was ich ganz schön fand, waren oft diese kleinen herzlichen und emotionalen Momente, ja, oder auch eine Umarmung, eine Steffi, die einem immer wieder so um den Hals gesprungen ist, einfach aus Lebenslust, ja, oder ein Cengiz, der dann plötzlich in den Unterricht ruft, Herr Bachmann, ich habe meine Klasse lieb, ja, das waren so Momente, die für mich ganz, ganz besonders waren. Ich würde da überhaupt nicht unterscheiden nach Ländern oder Europa oder weltweit, sondern Kino sozusagen kann man überall verstehen. Und wenn man es versteht, ist es eben großartig, auch wenn man nicht die Sprache spricht, wo der Film vielleicht gedreht worden ist. Und das finde ich genau das, was Kino auszeichnet, dass es eben auch mit Bildern und mit Mitteln erzählen kann, die eben genauso wie Musik weltweit verstanden werden können. Und das ist auch das Aufregende.